Walter, das Publikum hat uns über Instagram und Facebook ein paar Fragen gestellt. Ja, los. Bereit? Ja, ja, ja. Wie geht's? Gut, ja, gut. Ja, ich glaube, ich habe keinerlei orthopädische Probleme. Was willst du hier? Na, ich hatte eine Pauschalreise gebucht. Einen Erdspaziergang, zwei Mahlzeiten und eine Übernachtung. Aber die Erde ist halt nicht so wahnsinnig beliebt als Reiseziel. Das Wetter ist halt echt nicht toll. Und außerdem haben alle ein wenig Angst vor diesem Menschen. Wie geht's jetzt mit den Puppen, Ludwig? Naja, also so am Anfang, wie wir zusammen versucht haben, da einen Weg zu finden, den wir da gehen können. Ich war mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie ich das hinbekommen kann. Durch die Dünen der Uckermark hoppelten gewaltige Rieseneichhörnchen. Okay. Durch die Dünen der Uckermark. Ein bisschen höher. Ja. Ja, ja. Hoppeln gewaltige Rieseneichhörnchen. Genau. Und wenn man jetzt schneller spricht zum Beispiel, dann kann man einfach nicht alle Silben erwischen. Das bedeutet, okay, man versucht dann quasi so den Anfang und das Ende gut zu erwischen und dazwischen verspielt es sich dann ein bisschen. Ja? Mhm. Und wenn man langsamer spricht, muss man wirklich sehr akkurat sein, dass man wirklich hier alle Silben auch erwischt. Weil man wirklich in der ersten Stunde im Grunde, wenn man mal also mit Puppen konfrontiert wird, also fast geschockt ist von der Schwierigkeit und vor allem von, also weil es um so kleine Sachen geht, die so wahnsinnig wichtig aber sind. So, probieren wir mal den zweiten dazu. Ah, okay. So, okay. Genau, so, und jetzt machen wir so, dass sich die beiden unterhalten. Ah, ja. Genau, ein bisschen höher. Genau. So. So. Genau. Und wenn man quasi jetzt irgendwo hinschaut mit den Puppen oder Puppen anguckt, schaut man immer quasi so, der Handrücken zeigt immer so leicht zum Publikum. Ja? Also wenn ich jetzt darüber schaue, zeigt der Handrücken darüber. Ah. Wenn ich jetzt darüber gehe, zeigt der Handrücken auch hier leicht zum Publikum. Also dass der Kopf so ein bisschen schräg ist. Genau, genau. Oh, okay. Vor allem, du hast dann jetzt nicht nur eine Art von Puppenspiel, sondern es sind 10 verschiedene Puppen. So ist es. Und bei jeder Art von Puppe muss man halt auf ganz andere Sachen nochmal schauen. Gerade wenn man 2 verschiedene Puppen auf den Händen hat, links und rechts. Und versuch sie auch so auf deiner Kopfhöhe circa zu halten. Genau. Ja, ja. Selbst wenn man dann eine Hand gut hinbekommt, wenn die redet zum Beispiel, dann muss man aber trotzdem mit irgendeiner Gehirnhälfte auch noch bei der anderen Seite sein. Und den Text können. Und den Text und können. Und wissen, wo man steht, damit man Licht hat. Genau. Durch die Dünen der Uckermark hoppeln gewaltige Rieseneichhörnchen. Ich muss dann natürlich auch bei der Pier sein, als Schauspieler, der als Spielpartner ja auch irgendwie fungiert. Und dann denke ich mir oft, so viele Sachen auf einmal. Wie ist es für dich jetzt mal nicht mit einem Schauspieler, einer Schauspielerin als Gegenüber zu spielen, sondern mit einer Puppe? Ja, ich finde, man kann sich total gut drauf einlassen und man stellt sich einfach so viele Sachen dazu vor. Also wenn man einen normalen Spielpartner, Spielpartnerin hat, dann konzentriert man sich auch so viel auf die Mimik und versucht davon abzulesen. Und das war so irre, wie schnell man sich das alles dazu denkt, dadurch, also was die für Bewegungen machen. Und man denkt sich einfach, also es ist einfach so ein, macht sich so ein riesiger Raum einfach irgendwie auf. Ist es in Ordnung, wenn ich dich Walter nenne? Seltsamer Name. Es klingt nach einem anderen Jahrtausend. Aber ja, in Ordnung. Blendest du ihn dann aus oder ist er immer noch da? Ich blende ihn lustigerweise viel aus, aber bei den Durchläufen, die wir jetzt auch immer hatten, gab es lustigerweise immer den Moment, weil die ersten 20 Minuten oder sowas sich Ludwig gar nicht. Und dann gibt es ja diesen Moment, wenn die Typen zum ersten Mal rauskommen und so hinter mir her. Und dann sehe ich ihn immer. Ich habe immer wieder den Moment, wo ich so bin, so, da ist noch jemand.
glaube, es funktioniert auch einfach viel, also auch wie wir dann kommunizieren, Puppe und Spielerin, über die Stimme einfach. Okay. Und auch diese kleinen Veränderungen, die man sich dann irgendwann traut, sobald man sicher in dem Spiel ist, die funktionieren, glaube ich, total viel über die Stimme. Natürlich sehe ich Walters Körperlichkeit oder so. Ja. Aber ich glaube, für dich ist es auch viel so, wie reagiere ich? Oh ja, total. Ja, ich muss ganz, also es ist ein ganz intensives Zuhören. Ich glaube, beide. Ja. Ist auch total schön, wenn so beobachten, wenn man quasi Stimme und Körper trennt, wenn du den Hund spielst und du ihn sprichst, was dann passiert. Ja. Also, für Aktivitäten, die so aggressiv sind, stehe ich nicht zur Verfügung. Na, ich merke jetzt irgendwie auch immer wieder, also erstens, was eigentlich alles möglich ist mit einer Puppe, die man spielt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt den Walter nimmt, der eben starke Körperlichkeit hat und dass man da wirklich Sachen erzeugen kann, die nicht möglich sind ohne Puppe. Ich glaube auch daran, dass man das sozusagen im Gehirn, dass man eine Stimme ganz konkret auch an eine Puppenspielart, an eine Puppe bindet. Ich glaube, ist es auch nochmal für mich als Schauspieler einfacher, das dann abzutrennen. Das ist ja auch nochmal was ganz Besonderes, dann quasi so diese Stimmen hier so raumfüllend zu haben, zusätzlich zu der Geschichte, die sich hier abspielt. Das war auch so, ich finde, das war so ein schöner Moment, als die zum ersten Mal abgespielt wurden. Es ist ja was, das ist aufgenommen, das ist immer gleich, aber es hört sich lustigerweise jedes Mal anders an. Die meisten Kinder denken nicht darüber nach, wie sie sich nennen würden. Außer eben Lisa. Das bin ich. Sie denkt über alles nach. Was mit dem Leben. Mit den Computern. Mit dem Internet. Und mit den Außerirdischen zu tun hat. Ihr habt ja beide zuvor noch nie mit Puppen gearbeitet, oder? Das war so die erste Erwartung oder so den ersten Gedanken, den ihr hattet, wie ihr gehört habt, in der Produktion wird es auch Puppen geben. Ich dachte mir am Anfang, okay, welche Möglichkeiten habe ich damit, welche Schwierigkeiten, okay, was kann ich damit überhaupt aussagen, wie weit kann ich gehen? Genau, und jetzt muss ich sagen, ist es mir also so wirklich aufgegangen, dass es, man kann alles machen mit Puppen, alles, wirklich. Was esst ihr so? Magst du Schokolade? Schokolade? Was ist das? Ich habe das noch nie gehört. Wenn ihr schon einen von euch da lassen musstet, musste er wirklich 4 Jahre US-Präsident sein? Na, also, es gibt wirklich verrücktes Zeug im All. Ne? Aliens, die orange sind und ein Nest auf dem Kopf tragen und sich parasitär verhalten. Ja, ja. Aber diese würden wir niemals auf einen anderen Planeten loslassen. Wir lehnen diese Spezies definitiv ab. Ja. Das war's schon. Oh, ja. Kannst du mir jetzt erklären, was diese Schokolade ist? Ja, gleich. Eine Sekunde. Okay. Ja. Tschüssikowski. Ja, tschüss. Also Schokolade wird aus Kakaobohnen gewonnen. So? Ja, darauf machen wir ran. Scheiße. So? Ja? Okay. Also ich kann euch einen Arm gut nehmen, wenn ihr schnell, wollt. Schnell. Okay. Okay. Tschüssikowski! Tschüssikowski.